Die TeilnehmerInnen des Megamarsch Sylt 2023 hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter, denn pünktlich zum Start am Samstagmittag um 12 Uhr in Westerland war der Sturm vorbei und die 666 Megamärschler aus ganz Deutschland konnten auf die 100 Kilometer lange Strecke rund um die Insel gehen. Die Challenge ist eine der härtesten Märsche, die in Deutschland veranstaltet werden. Das Sylter Wetter ist eine besondere Herausforderung. 100 Kilometer in 24 Stunden durch die Nacht. Dafür braucht man lockere Beine und einen klaren Kopf. Der Weg war das Ziel.